Hallo, meine Lieben. Ja, heute basteln mal wieder. Ich habe mal einige Farben rausgesucht. Einmal ist Bell Türkis, Coated Blue und Princess Blue. Dann habe ich mal einmal den Stempel Felix Clown abgestempelt und mit meinen Spektrum Noir Tree Blends auskoloriert. Das habe ich jetzt wieder ohne euch gemacht. Das dauert immer ein bisschen länger. Dann habe ich mal einen Aufleger ausgestanzt aus dieser Stanze. Das ist die Aufleger Bütten A6. Und dann habe ich noch mit dem Faltkartenpapier mir Hintergründe ausgeschnitten. Da bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob ich das nehme oder nicht. Das ist jetzt dabei dabei geblieben. Und die Sternenstencil wollte ich nehmen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, ob es die noch gibt. Die waren jetzt lang im Sale. Ich habe jetzt gar nicht mal geschaut. Müsste jetzt schauen, Sternenhimmel heißt es, ob es die noch aktuell gibt oder nicht mehr. So, und dann wollte ich da eigentlich so, das soll so ein bisschen eine Geburtstagskarte werden, wenn man gedacht habe, Clown und Geburtstag passt ganz gut. Und zu dem Clown passt einfach auch so verschiedene Blaustufen gut im Hintergrund. Darum habe ich mich für die ganzen Blautöne entschieden. Das kannst du natürlich machen, wie ihr es wollt. Aber ich wollte jetzt einfach mal das so machen. Also als erstes nehme ich mal mein Türkis und mache mir da ja, ein paar Sternchen drauf. Mal mit mehr Ink, mal mit weniger Ink. Ups, und jetzt habe ich schon verrutscht. Ja, man dachte, das ist halt auch so ein bisschen wie wenn es Konfetti-like wäre, wenn es so kleine Sterne da sein. Darum dachte ich mir, passt das eigentlich ganz gut. Dann müssen wir das da gerade kurz sauber machen. Wir sind schon mal den nächsten, das nächste Schwämmchen gleich voll. Das wollen wir ja nicht. Da ist ein bisschen Wasser drauf. Dann verschiebe ich das jetzt so, dass ich möglichst wenig gleiche Stellen habe. Das geht eh ganz gut. Einfach damit die halt die wirklich die leeren Stellen nur ausfüllen. So. Und dann noch das Dunkelblau, den wir da wieder die Stencil sauber machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich das nur ausgeht, dass sie wenig überlappt. Ah doch, das geht sich eh noch ganz gut aus eigentlich. Hatte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass sich das dreimal so schön ausgeht. Also das Princess Blue ist irgendwie eins von meinen liebsten Blau. Ich finde das so schön.
sage, da habe ich. So. Dann dürfen die Pinsel wieder in ihre Garage zurück. Das machen wir gleich wieder sauber. Es tut jetzt beim Ink natürlich nichts, wenn das jetzt länger rumliegt, aber ich habe das immer lieber gleich sauber gemacht. Das nicht. Ist ja keine Arbeit. Aber es wird jetzt normalerweise, glaube ich, nicht wirklich eintrocknen. Aber das habe ich noch nie getestet, muss ich sagen. So, dann haben wir das. Dann möchte ich eben im Hintergrund dieses Streifenpapier, das werden wir jetzt gleich aufkleben. Und dann wollte ich eben probieren, ob das gut ausschaut, wenn man da so ein bisschen an Streifen hat. Aber ich glaube, da ist mir zu dick. Ich glaube, dass das sonst ein netter Übergang wäre, wenn es halt weniger dick ist. Was haben wir denn da? Irgendwie ist da eine unschöne Kante. Also ich denke, das Dünne wird reichen. Ja. Einfach so ein bisschen als Kontrast halt zu die Sternchen dazu. Dann kann man das da den Überschuss abschneiden. Ich nehme da immer irgendeine billige Schere. Ich habe meine beschichtete Schere irgendwie, keine Ahnung, wo hingelegt. Das muss ich immer mit einer anderen die klebrigen Sachen kleben, weil ich nicht mag, dass das meine gute Schere, also meine gute, ich habe jetzt nicht wirklich mehr teure Scheren, also die beschichtete, aber ja, dennoch möchte ich sie nicht unbedingt klebrig haben. Was ich vergessen habe, den Spruch suche ich noch raus. So, da werde ich mal das dann nehmen. Das ist das blumige Grüße und dann nehme ich herzlichen Glückwunsch oder alles Liebe zum Geburtstag, auch süß. Das sind alles Liebe zum Geburtstag. Das machen wir den, glaube ich. Ich nehme gerade mein schwarzes Stempelkissen. Ups. Also der Felix ist noch nicht geklebt. Den klebe erst zum Schluss, einfach damit die da mit meinen Sprüchen nicht in Platznot gerate.
So, alles Liebe zum Geburtstag. Boah, sorry, mein Stuhl quietscht. Ich weiß nicht, was ich da dagegen machen soll. Immer wenn ich da den Stempel sauber schrubbel, quietscht mein Stuhl da voll. Voll los. So, dann kommt es auf eine Kartenbasis, auf ein Kartenrolling drauf. Da klebe ich es wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber an. Ja. Einfach altbewährtes von mir persönlich. Dann mache ich da wieder mit 3D-Klebepads. Ihr habt immer diese großen. Ups, ich klebe fest. Und fertig ist auch schon die Karte. Da kann man natürlich jetzt nur Glitzersteinchen oder so machen, aber wenn da schon so viel los ist mit dem Hintergrund, würde ich jetzt das ungern noch machen. Ich glaube, das wird mir zu viel. Deshalb wird die jetzt so bleiben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!